bösen Wintergeister sollten vertrieben werden. Deswegen stand am vergangenen Freitag auf dem Stundenplan der Gemeinschaftsgrundschule in Schermbeck Winteraustreiben. Indianer, Cowboys, Hexen sowie viele andere Figuren aus Märchen- und Fantasy-Romanen waren zum Unterricht gekommen, um gemeinsam zu feiern. Als was habt ihr euch denn heute verkleidet? Ich habe mich als Prinzessin verkleidet. Und ich als Ballerina Anna. Ich habe mich als Clown verkleidet. Und ich als Rotkäppchen. Und was gefällt euch an dem Kostüm? Mir gefällt die Krone und das Kleid daran einfach nur. Also mir gefällt es auch sehr gut. Ich fand es immer witzig, weil ich habe die auch immer im Fernsehen gesehen. Deswegen fand ich das ganz schön. Also ich finde auch eben diese Märchen-Rotkäppchen auch mega schön, das mit der Großmutter. Ich habe mich als Cowboy verkleidet, weil ich es eigentlich einfach cool finde. Und ja. Ich bin ein Ritter, weil ich finde Ritter so mittelalterlich ist ganz schön spannend. Macht auch viel Spaß. Und ich habe auch, weil man zu Cowboy viel Zugehör hat, finde ich es auch cool. Zu Beginn wurde in den jeweiligen Klassen gemeinsam getanzt und gespielt. Nach der Pause zogen die Kinder mit einer Polonaise durch die Schule, bevor sich alle auf dem Schulhof versammelten. Singend ging die lange Schlange aus fantasievoll kostümierten Kindern durch den Ort. Entlang der Schienebergstege bis zur St. Ludgeruskirche und dann im Bogen wieder zurück vorbei am Mühlenteich bis zum Rathaus. Am Rathaus wurden die Kinder von ihren Müttern und Vätern erwartet, die ihre Sprösslinge mit einem Regen aus Bonbons begrüßten. Diesmal waren die Schüler erfolgreich. Die Wintergeister waren vertrieben und es gab nur noch wärmende Sonnenstrahlen.